Hallo Actionfreunde, ich begrüße euch zur Videokritik zu Gangs of London und damit zu unserer ersten Serienbesprechung. Der Mastermind hinter der Serie heißt Gareth Evans. Der walisische Regisseur gab 2006 sein Low-Budget-Filmdebüt Footsteps, das allerdings nicht wirklich gelungen ist und auch nicht wirklich viel Anklang fand. Um sich von diesem Niederschlag zu erholen, nahm Evans ein Angebot an, eine Dokumentation in Indonesien zu drehen über die Kampfsportart Pangkok Silat. In Indonesien lernte er den damals als Lieferanten für eine Telefonfirma arbeitenden Iko Uwais kennen und der Rest ist eigentlich Geschichte. Zumindest Actionfilmgeschichte. Denn die beiden brachten im Alleingang das indonesische Actionkino mit Hämmern wie Meran Tau, The Raid 1 und 2 auf die filmische Landkarte und kredenzten dem Actionfan eine ganz neue, eine ultra brutale Form der Action. Mit derartigen Meriten in der Hinterhand war es für Evans leicht, in seine Heimat Großbritannien zurückzukehren und dort sein Konzept für einen neuen Stoff zu verkaufen. Dabei war ihm schon seit langer Zeit vorgeschwebt, einmal das Thema anzugehen, was passiert, wenn einer Verbrecherorganisation der Kopf abgeschlagen wird. Bei all den Ideen, die er rund um dieses Thema entwickelt hatte, wurde ihm schnell klar, dass er diese Fülle an Inhalt nicht in einem Film würde verpacken können. Weshalb er zu dem Plan überging, eine Serie zu entwickeln. Diese brachte er mit seinem Stammkameramann Matt Flannery auf den Weg. Die läuft aktuell in Deutschland auf Sky und kann in England bereits auf DVD und Blu-ray erworben werden. In England bzw. bei der DVD habe ich einmal zugeschlagen. Das ist, so schaut das gute Stück aus. Was ich ja an englischen Veröffentlichungen mag, ist, dass sie fast immer in einem derartigen Hochglanzschuber daherkommen. Der im Endeffekt zwar nur das Artwork doppelt, aber es ist trotzdem eine, wie ich finde, immer nette Dreingabe. Und dass die Engländer von einem Altersfreigabe-Flatschen der Marke Ursula von der Leyen verschont geblieben sind und dementsprechend maximal mit diesen winzig kleinen Kügelchen ihre Altersfreigabe bekannt geben. Interessant ist auch, dass auf der Rückseite sowohl von der DVD als auch dieses Schubers auch immer noch eine Begründung dafür steht, warum der Film die und die Freigabe erhalten hat. Und irgendwie ist das alles einfach viel einsichtiger als das, was wir hier in Deutschland praktizieren. Ich möchte euch deshalb nur mal ganz kurz vorlesen, warum die Serie in England ab 18 ist. Und zwar, weil sie Strong Bloody Violence enthält. Das kann ich nur bestätigen. Injury Detail, auch das von der widerlichsten Sorte. Gory Images, davor läuft die Serie teilweise wirklich über, und Strong Sex, da würde ich ein Stück weit insistieren, weil sich dieser Strong Sex konzentriert sich auf eine einzige Szene und das ist eine schwule Orgie. Ansonsten gibt es in dem ganzen Film eigentlich keinerlei Sexualität oder nackte Haut zu sehen, was bei der Thematik, dass es ja um Verbrecher und so weiter geht, doch recht verwundert. Also hier pflegt wirklich keiner irgendwelche Prostituiertengeschäfte oder was auch immer. Schon interessant. Und damit zur Handlung von Gangs of London. Finn Wallace hat es geschafft, sämtliche Gruppierungen von Londons Unterwelt zu einen und auf gemeinsame Ziele einzuschwören. Mit seiner rechten Hand Ed, einem sehr besonnenen Charakter, hält er die Geschicke in der Hand. Doch da wird Finn eines Tages erschossen.
Ed versucht nun alles, um die Geschäfte am Laufen zu halten. Finns Sohn Sean allerdings verhängt ein Embargo, das allen Verbrechern Londons verbietet, seinen gewohnten Geschäften nachzugehen, bis der Mörder von Seans Vater aufgetrieben wurde. Über diese Entscheidung beginnt die Organisation mehr und mehr auseinanderzudriften, weil niemand einsehen kann, dass er seine Geschäfte einstellen muss, nur damit der Mörder gefunden wird. Dadurch brechen auch immer mehr Konflikte zwischen den unterschiedlichen Parteien aus. Es kommt zu Rivalitäten, alte Animositäten brechen wieder auf. Und was sich ebenfalls abzeichnet, ist, dass die Motive für den Mord an Finn weitaus weitreichender sind, als man das jemals hätte ahnen können. Gareth Evans höchst selbst hat den Pilotfilm seiner Serie inszeniert und legt hier die Grundlagen für seine immer spannende Story. Konzentriert und bedacht führt er ein höchst komplexes Figurengeflecht ein, das durchaus auch Aufmerksamkeit verlangt und das zudem beständig erweitert wird. Obendrein wird auch die Story, die zunächst eher intim in ihrer Racheausrichtung anmutet, mit zunehmender Laufzeit immer größer und weitschweifiger und erreicht dann gegen Ende beinahe schon groteske und übergroße Ausmaße, wenn irgendwann sogar Hochhäuser wie Kartenhäuser in sich zusammenstürzen. Interessant ist zudem, wie international das Geflecht an Gangstern angelegt ist, mit dem Evans hier arbeitet. Von Griechen über Kurden, Pakistani, Engländer, Dänen und sogar Asiaten dürfen hier mitmischen und ja, sozusagen die Globalisierung in Sachen Kriminalität leben. Interessant ist auch, wie die Gangster privat gezeichnet werden, wo sie sich so normal wie irgend möglich geben dem aktuellen Habitus entsprechend gerne als Immobilienhaie beziehungsweise als sogar Bauherren von gewaltigen Wolkenkratzern agieren oder sich sogar fürs Bürgermeisteramt bewerben. Dank faszinierender Figuren und großartiger Darsteller ist man immer drin in der spannenden Geschichte. Die technisch absolut versierte Umsetzung gibt den ganzen einen wunderbar und beziehungsweise überzeugenden Kinolook und lässt Gangs of London wie einen epischen neunstündigen Film wirken. Sogar eine komplexe Plansequenz hat sich in die Serie verirrt und lässt einen beinahe schwindlig zurück aufgrund ihrer Dynamik. Apropos Action, die ist in Gangs of London einfach nur der absolute Hammer. Was Gareth Evans hier auf den Zuschauer loslässt, hat man so noch nicht gesehen, zumindest nicht im TV-Format. Darum jetzt einmal die drei besten Action-Szenen der Serie von mir vorgetragen. Auf Platz 3 findet sich eine Actionszene aus der Pilotfolge, in der der einzige Sympathieträger der Serie, ein junger Mann namens Elliot, der ein Emporkömmling in der Bande bzw. im Umkreis von Sean ist, räumt da in einem Pub auf. Wie in den The Raid-Filmen darf da eine wunderbar brachiale und brutale Choreografie durchscheinen, bei der menschliche Körper auf höchst ungesunde Art und Weise verbogen werden, Biergläser in Gesichter gerammt werden, ja, und Kauleisten eingetreten werden. In einer
ja, interessanten Sequenz packt sich Ellie zum Beispiel einen der Lumpen, mit denen er aneinander geraten ist, und zerrt ihn an seinem Bein durch den ganzen Pub. Dabei ignoriert er vollkommen, dass er von irgendwelchen Leuten immer mal getreten und geschlagen wird. Das ist ihm mehr oder weniger vollkommen egal, sondern er ist auf seiner Mission, den Typ da durch diesen Pub zu ziehen. Am Ende des Pubs angelangt, befindet sich auch das Ende des Tresens. Und über die Ecke des Tresens bricht Elliot dann wirklich genüsslich das Bein des Lumpen, das einfach nur widerlich anzuschauen ist. Des Weiteren, beziehungsweise kurz danach, folgt eine Sequenz, die obendrein für einen köstlichen Gag genutzt wird, wenn sich Sean und Elliot später nach dieser Sequenz wieder treffen. Ja, und es ist einfach unfassbar, was Elliot mit dem kleinen Wurfgerät anstellt und wo er das überall hinrammt. Wer nicht darauf steht, wenn spitze Gegenstände in Augen oder in Gehörgänge gerammt werden, der sollte sich die Szene schenken. Auf Platz 2 findet sich das Campingplatz-Massaker. So würde ich das ganz gerne, so würde ich mal nennen. Es findet in Folge 2 statt. Und präsentiert Sean, der mit seinem Mann einen Campingplatz einer verfeindeten Fraktion stürmt. Und ja, was dann folgt, ist ein wirklich ultra brutales Gemetzel, bei dem Menschen von vollautomatischen Waffen zerfetzt werden und die Handgranaten verteilt werden, als wären sie Smarties. Die Explosionen, ja, lassen die Betroffenen meterweit durch die Gegend segeln, und wenn sie dann irgendwo landen, ist immer dafür gesorgt, dass da noch jemand steht, der demjenigen, der da gerade gelandet ist, noch einen auf den Pelz brennt, weil er könnte ja noch leben. Ja, das Ergebnis ist eine wirklich irre, dynamische und mit Kunstblut definitiv nicht geizende Symphonie der Gewalt. Und die beste Actionsequenz steigt in Episode 5. Bei der hat Gareth Evans wieder Regie geführt, und die Episode trägt im Deutschen den Titel Die Belagerung, während die einzelnen Episoden in der Originalfassung nur als Episode 1 bis 9 bezeichnet werden. Aber jetzt, der deutsche Titel ist mehr als passig für die ganze Folge geraten. Die ist ohne Zweifel die beste Folge der Serie und für meine Begriffe auch eine der besten Episoden einer Serie überhaupt. Highlight bzw. der Höhepunkt der Episode ist eine 20-minütige Actionszene, die Episode beschließt bzw. halt beendet. Und diese würde jedem Actionfilm der heutigen Machart mehr als nur zur Ehre gereichen. Und beziehungsweise, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es derartige Actionszenen aktuell überhaupt nicht mehr in irgendwelchen Actionfilmen zu sehen. Und das macht diese Episode und diese Actionszene schon so extrem besonders. Ganz kurz zu dem Setting. Wir befinden uns in einem Haus irgendwo in dem Hinterland von England, in das sich ein Charakter zurückgezogen hat, um seinen Sohn zu suchen. Ich versuche so wenig wie möglich von der Handlung zu spoilern. Das Haus gehört eigentlich einer Frau, die ihre Freizeit damit verbringt, Munition zu basteln, Waffen zu horten und andere Menschen auf ihre Agenda einzuschwören. Genau an dem Tag, an dem dann die Actionszene steigen wird, kommen auch noch, wer weiß, wie viele von ihren Folgern. Und ja, plötzlich taucht da eine Horde Söldner auf und die eröffnet sofort das Feuer. Die Folge ist wirklich, dass diese ganzen Aktivisten werden in Großaufnahme mit platzenden Blutbeuteln förmlich zerfetzt und auseinandergerissen. Und es ist alleine dieser Einstieg ist schon der absolute Wahnsinn.
Die wenigen, die dieses Anfangsmassaker überleben, flüchten sich in das Haus, das sich auf Knopfdruck in so eine richtige Art Safehouse verwandelt, bei dem die Fenster plötzlich mit Metallplatten vernagelt sind, in denen sogar Schießscharten bereitgehalten werden. Man kann sich natürlich vorstellen, was dann passiert, dass dann natürlich aus der sicheren Deckung heraus natürlich auch ordentlich auf die Söldner draufgehalten wird. Die merken dann alsbald, dass sie kreativer werden müssen, weil sie das Haus zwar wirklich extrem zersieben, aber natürlich nicht die Leute darin wirklich gezielt unter Feuer nehmen können. Also steigen sie übers Dach in das Haus ein. Dabei gibt es schon eine wunderbare Sequenz, in der ein Typ einen Kamin runterklettert. Das wird von den Leuten im Innenraum gehört und sie halten volle Lotte auf den Kamin drauf. Der Typ stürzt ab, landet auf der Feuerstelle. Ein anderer wirft einfach so eine Flasche Whisky auf die Feuerstelle drauf, die zerbricht und der Typ schmeißt gleich noch ein Feuerzeug hinterher. Und ja, der Typ, der den Sturz ja auch hätte überleben können, brennt lustig vor sich hin. Sind dann die Söldner über das Dach dann mehr oder weniger mehr in das Haus eingedrungen, kommt es dann wirklich zu krassen Mano-a-Mano-Duellen in den winzigen Räumen des Hauses, sodass sie sich wirklich teilweise auf 2 Meter Entfernung gegenseitig die ganzen Magazine in die Körper ballern und dabei zerfetzt ja, zerstört werden. Und im Grunde genommen erinnert das Ganze auch so die Art und Weise, wie viele Kugeln die fangen, an gute alte John-Woo-Filme. Das Einzige, was eigentlich fehlt, ist die Stilisierung mittels Zeitlupen. Und ansonsten ist es aber wirklich John Woo vom Allerfeinsten, inklusive rot tapezierten Wänden. Das Gemetzel, das dann mehr oder weniger haltlos vonstatten geht und aber auch mega spannend umgesetzt ist, mündet dann in eine Szene, in der eine Handgranate eine wichtige Rolle spielt und man eine Sequenz zu sehen bekommt, die man so noch nirgendwo zu sehen gekriegt hat. Wenn ein Typ versucht, vor der Explosion zu flüchten und die Druckwelle seinen Körper mehr oder weniger Stück für Stück zerstört und er am Ende in einer Blutwolke explodiert, welche von dem Feuer der Explosion aufgefressen wird. Also sprich, es kommt kein Blut auf dem Fußboden an, weil es ist schon mehr oder weniger verdampft. Und die Leute, die drumherum stehen, werden durch den Druck der Druckwelle ja förmlich weggeblasen. Also eine irre Sequenz, eine irre Szene. Und auch findet Evans noch einen richtig tollen Dreh, dem Ganzen auch noch so einen richtig intensiven Moment zu geben, was sich dann auf das Ende der Sequenz bezieht. Das möchte ich ja jetzt, wie gesagt, alles nicht spoilern, aber großartige Action, die sich durch den ganzen Film zieht, durch die ganze Serie zieht, und mit der sogenannten Arcade-Sequenz, der Fleischerbeil-Szene, der Feuerwehr-Axt-Szene, noch diverse andere wirklich beinharte Action-Szenen zu kredenzen vermag und zu bieten hat. Und viele davon wurden von Evans höchst selbst in Szene gesetzt, weil er bei den meisten oder beziehungsweise vor allen Dingen bei den ersten Episoden immer auch als Actionregisseur an den jeweiligen Episoden beteiligt war. Was schade ist, ist, dass die Action in ihrer, vor allen Dingen in ihrer Quantität nach dieser großartigen fünften Folge deutlich zurückgefahren wird und ab da nur noch punktuell stattfindet. Sie bleibt mega brutal. Als Beispiele seien Macheten schwingende Nigerianer genannt, die in einer Tour Hände abhacken, oder Szenen, in denen mit Pumpguns frontal in Gesichter geschossen wird. Aber mengenmäßig ist plötzlich nicht mehr so viel los, vor allen Dingen im Vergleich zu den ersten 5 Episoden. Dafür geht nun aber die Geschichte extrem steil und die darf immer mehr überdrehen und Evans findet immer wieder richtig krasse Wege, manche Handlungsstränge so krass blutig abzuschneiden und abzuhacken,
dass man teilweise wirklich mit offenem Mund vorm TV sitzen bleibt, dabei immer aber auch feststellt, dass das dem großen Ganzen nie schadet, also dass alles wirklich mit Bedacht geschehen ist. Die Serie hat, abgesehen von diesem Rückgang in Sachen Action, auch noch ein paar andere kleinere Problemherde. Einer ist, dass sie mit 9 Stunden Laufzeit ein wenig zu lang wirkt. Also es gibt in diesem komplexen Figurengewirr durchaus auch Figuren, die sind nicht sonderlich interessant oder sonderlich spannend geraten. Und deren Szenen strecken die Serie teilweise schon ein Stück weit. Und dass die Serie auch in Richtung Showdown nicht nochmal mit Action zulegt, nimmt man ihren doch ein bisschen übel. Vor allen Dingen, weil man halt ja so angefüttert wurde durch die ersten Episoden. Insgesamt ist die Serie wirklich ein begeisternder und erstaunlich charaktergetriebener Action-Thriller geworden, der einen teils wirklich unvermutet aus dem Sessel bläst und eine Brutalität auffährt, die man so technisch perfekt und mit so einem üblen Sinn für grausame Details wirklich bisher kaum gesehen hat. Fantastische Darsteller und die tollen Dialoge werten das Ganze wirklich noch zusätzlich auf. Die gesamte erste Staffel mit ihren 9 Episoden erhält von mir 8 von 10 Punkten. Auch weil ich mir die Möglichkeit offen lassen will bei Folgestaffeln. Die zweite Staffel läuft bereits. Höhere Wertungen noch ziehen zu können. In Bezug auf die 5. Episode ziehe ich aber jetzt schon die Höchstwertung, also 10 von 10 Punkte, weil eine solche Episode einer Serie hat man noch nie gesehen und wird man vermutlich auch so schnell nicht wiedersehen. Das ist großartiges Action-Kind-Top und das muss man mal gesehen haben, wenn man Action-Fan ist. Dementsprechend wünsche ich viel Spaß beim Genuss der Serie. Hoffe, dass recht bald eine deutsche Veröffentlichung auf physischen Datenträgern anrollt. Und allen, die noch Bock auf Action haben, den möchte ich den aktuellen Fratzengeballer Podcast empfehlen. Der behandelt diesmal den Film True Lies mit Arnold Schwarzenegger in epischer Länge und er wird dem Action-Grauer mehr als nur gerecht. Ansonsten, bis zum nächsten Mal.